Die Düsseldorf LG zu Gast beim ERC Ingolstadt. Zwei Teams, die nicht unbedingt dastehen, wo sie stehen wollen. Die DEG nach dem verpatzten Saisonstart auf dem letzten Platz, aber auch der letztjährige Finalist der ERC Ingolstadt. Nur Platz 9 nach den ersten 5 Saisonspielen in den dunklen Trikots. Das ist der ERC mit einem schnellen, guten Auftakt. Simpson für Rowe und dann steht's nach genau 7 Minuten 1:0 für den Favoriten. Die DG ein bisschen zu offensiv, tappen in die Falle und das ist dann richtig gut ausgespielt. Simpson verzögert wunderbar, bringt die Scheibe rüber und Andrew Rowe mit seinem zweiten Saisontor vorbei an Hauke Land. Ingolstadt am Freitag deutlich gegen Wolfsburg verloren. Katastrophale erste 40 Minuten. Heute geht es eigentlich gut los, dann kommt aber die DEG. Der Ausgleich durch Philipp Gogula. Sein Screen vor dem Tor, Schuss von Wirth und dann im Rebound erfolgreich der Ausgleich für die DEG, die am Freitag noch nach Penaltyschießen gegen die Augsburger Panther verloren hatte. Das war jetzt eine Phase, die ganz klar an die DEG ging, immer noch in Drittel Nummer 1. Bodi hier mit dem Fehler und dann läuft der Konter für die Rheinländer. Clark gegen Garteig, dann kommt Seppi Eham und Spiel ist gedreht. 2-1 DEG, Saisontor Nummer 1 für Eham. Hier der Fehler von Bodi und dann geht's ganz schnell. Ganz beherzter Auftritt mittlerweile von den Gästen. Mit 2-1 geht es dann auch in die Drittelpause. Das erste Drittel der Saison, das die Düsseldorfer für sich entscheiden konnten. Garteig erst mit einer guten Parade. Eham steht dann genau richtig. Geht so weiter für seine Mannschaft. Die Partie wird wieder ausgeglichener. Hier zu Ingolstadt natürlich mit Angriffen, um hier den Ausgleich zu erzielen. Bodi findet Edwards, der verzögert und Hauke Land zum zweiten Mal geschlagen. Maury Edwards mit seinem zweiten Saisontor. Schön rausgespielt. Wirtha bekommt da auch seinen ersten Assist. Dann Bodi und Edwards lässt Hauke Land keine Chance. Er sieht den Puck viel zu spät, kann da nichts machen. Gibt viele Strafen dann im weiteren Verlauf. Powerplay für Ingolstadt ist dann Höflin, der es mal probiert. Ansonsten beide Powerplay-Formationen nicht die allergefährlichsten. Es geht mit einem Unentschieden in den Schlussabschnitt. Und da kommt viel Power vom ERC Ingolstadt, die das Spiel jetzt an sich reißt. Und Stachowiak, ganz starker Auftritt im Schlussabschnitt. Stachowiak gegen Hauke Land. Das war ein Privatduell zwischen beiden. Stachowiak, der hier eine Strafe rausholt, die aber auch ohne Torerfolg bleibt. Stark gemacht vom Nationalspieler. St. Dennis probiert es dann mal bei numerischer Überlegenheit. Aber das war dann alles zu wenig. Auch die DEG mal mit einzelnen Angriffsversuchen. Olischewski, der es probiert und auch in der Situation eine Strafe rausholt. Penalty Killing Units waren die, die das ganze Spiel erstmal bestimmten dann im Schlussabschnitt. Wir gehen in die Overtime. Da ist es dann der ERC Ingolstadt mit klar Stachowiak. Stachowiak zieht vors Tor und der Puck pullert rein. Ingolstadt gewinnt das Spiel mit 3:2 nach Verlängerung. Wer war aber der Torschütze? Stachowiak oder doch der Schlittschuh von Maury Edwards? Gleich noch ein bisschen besser zu sehen, müsste der Schlittschuh von Edwards sein. Ja, Torwart, muss man schon sagen, Hauke Land ist einer der besten Torhüter in der Liga. Und hat den einen oder anderen rausgeholt. Aber klar, vielleicht müssen wir ein bisschen härter vom Tor sein und die Chancen auch nutzen. Aber ich bin mir sicher, dass wir das noch machen werden. Wir haben noch 46 Spiele in der Saison und ja, werden auf jeden Fall noch viele Tore schießen. Wir sind nicht tot. Ich möchte es auch mal ganz kurz erwähnen, ne? Weil ich glaube, auch gerade in Düsseldorf ist diese Thematik auch schon wieder da, dass wir nach 5 Spielen schon absteigen. Vielleicht auch mal ein kleines, Wachrütteln auch mal. Grundsätzlich, dass wir alle, ne? ich rede von allen, auch mal auf eine Art und Weise positiv bleiben. Wir haben heute wieder eine Antwort gegeben. Wir haben damals in Köln 2 wichtige Punkte geholt und
Eins kann man uns glauben, also wir wollen arbeiten, wir wollen zurück in die Spur und deswegen nochmal großes Kompliment auch heute. Es war über 60 Minuten heute ein gutes Spiel von uns. Klare Aussage von Philipp Gogula hat recht, das war eine sehr gute Vorstellung. Trotzdem sind es nur 2 Punkte an diesem Wochenende für die DEG. Der EHC Ingolstadt feiert 2 Punkte. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.